Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Zero to Hero mit dem Axel an einem wunderschönen Mittwoch. Servus. Wir sind im Wald, wo auch sonst. Richtig, aber nicht mehr lange. Denn ich bin gleich fertig hier mit meiner. Ist fertig mit Laden. Meiner Fuhre hier. Und es ist wirklich. Wirklich. Eine komische Fuhre, eine Hundebibelfuhre, könnte man nennen. Und ja, damit, liebe Zuschauer, eiern wir jetzt erstmal wieder zum Sägewerk und dann schauen wir erstmal, was wir denn noch so machen können. So. Und jetzt müssen wir erstmal schauen. Dass wir McManus abonnieren. So, und da ist der liebe Tino nämlich reingekommen. Die Schleichwerbung, ja. Was? Ich habe keine gehört. Es ist wieder ein bisschen laggy. Und deswegen, meine Lieben, das ist auch irgendwo teilweise mit der Hintergrund, warum wir hier mit den 50k-Kredit dann anfangen, wie gesagt, einmalig in der ganzen Sache. Und dann muss jeder logischerweise damit zurande kommen. So, aber lieber Tino, wo bleibt. Wie geht's dir, lieber Tino, wenn du schon mal da bist? Ja, es ist ein typischer Sonntag. Es regnet. Ja. Alles ist öde und fad. Warte kurz, ich habe das perfekte Wort dafür. Es ist alles suboptimal. Das hast du ja doch noch gesagt. Was ist mit dem Wort? Meine Zuschauer können das wahrscheinlich nicht so leiden. Das war einer, der das geschrieben hat. Ach so, ein. Seitdem sagt das, geht das sicher, dass es eigentlich mindestens einmal die Folge sagt, aber er hat es beim letzten Folge vergessen. Richtig, deswegen muss diese Woche, diese Folge definitiv zweimal kommen. Und ja, erstmal wunderschön an den Baum gesetzt. Ich liebe diesen Wald. Ich hasse ihn. Um es mal auf den Punkt zu bringen. So, lieber Tino, ich habe nachher noch Zeit, wenn du noch auf dem TS bist. Was sagst du? Ich sage, ich habe nachher noch Zeit, wenn du noch auf dem TS bist. Ja, was, ja, immer entspannt. Alles gut. Ja, wir müssen jetzt sowieso noch kurz was besprechen. Ja. Und alles gut. Noch nachfragen. Macht mal eure Videos. Wie sieht's aus? Was macht ihr gerade? Was machen wir denn? Das gleich wie die letzten 20 Folgen. Was macht wer? Oder dürft ihr da nicht drüber sprechen? Ist das geheim? Nein. Also soll der andere es nicht mitkriegen? Nein. Also wir machen beide Holz. Genau. Ach, du machst mal was ganz Neues Holz, ja? Manuel. Ja, sag mal, also nee, das ist doch bei dem Excel genauso. Ja, Mann, Junge. Sorry. Zum Beispiel Excel hat die ganze letzte Folge Holz gemacht, ich nicht. Oh. Ja, aber damit hört es dann irgendwann mal auf, weil wie gesagt, irgendwann hängt mir nämlich das Holz zum Hals raus. Und sowieso beeindruckend, wie viel Durchhaltevermögen ihr im Thema Holz habt. Du hättest ja schon eine Schreikraft gekriegt, oder? Könnte ich mir vorstellen. Naja, schwierig. Also es ist halt schon... Was würdest du denn machen, wenn du in der gleichen Situation wärst? Gut, also wenn der Profi schon einmal im Channel ist, dann klar, kann ich euch ein paar Tipps geben, ist kein Problem. Ich meine, der Challenge-Gewinner aus den letzten vergangenen 195 Challenges, die stattgefunden haben. Übrigens 195-0 für mich. Von daher, klar, quetsch mich ein bisschen aus, dafür bin ich da. Ich will ja auch die Jugend, ich will ja wirklich vor allem die Jugend, soll ja auch lernen. Warte kurz, wie es deine Frau sagen würde. Wie es deine Frau sagen würde, mach mal kurz den Mund auf. Wir haben Missionen, ja. Ihr habt Missionen. Wir haben Missionen, ja. Diese sind nicht so lukrativ. Nur die Düngermissionen eigentlich. Ja, derzeit. Weil ja, man gut. Muss, aber die habt ihr nicht, oder sagen, was? Doch, die werden regelmäßig abgearbeitet. Okay. Genau, man muss dazu sagen, wir spielen das Ganze ja auch mit Seasons. Ja. Und ach, auch noch. Ja. Ach du Scheiße. Ja, wenn, dann ist das ja. Ihr wisst, dass nächstes Jahr eventuell ein neuer Teil kommt. Ja, also wenn es die Zuschauer wollen, wird das Ganze auch, denke ich mal, bis nächstes Jahr, bis zum neuen LS-Teil laufen. Ja, Schappenbach 2021 oder was? Oh mein Gott. So, wollen wir mal schauen, ne? Wie es die Zuschauer, ne? Zuschauer, das liegt in eurer Hand, ne? Wie sehr ihr das Ganze feiert. Und, also ihr könnt es beenden. Nein, ist natürlich Quatsch, supportet immer schön, unterstützt. Däumchen nicht vergessen, das ist wichtig. Ja. Das ist einfach der kostenlose Einklick-Support.
Sag ich immer gern. Aber ansonsten, ja, was kannst du machen? Es ist natürlich mit Seasons ist es echt schwer, weil wir haben aber auch noch den Global Market mit drauf. Ja, ich bin halt für meine Assi-Aktion bekannt. Das ist halt das Problem. Ja, Excel inzwischen auch. Ich kaufe billig ein und verkaufe teuer. Das sind halt solche Sachen habe ich halt abgedrückt bis jetzt. Ja, und das habe ich von vornherein. Und da sind vielen die Gesichter eingeschlafen. Das hatte Excel auch vor und deswegen habe ich. Das war bei Stappenbach, Alter. Deswegen gab es die Regel, dass nur selbstproduziertes verkauft werden darf im Global Market. Ja, leider. Okay, was könnt ihr denn so produzieren? Noch nichts, außer Holz. Aber was für Produktionen gibt's? Also produktionsmäßig kommt ja dann noch mit drauf, dass du zum Beispiel, man kann Silage machen, man kann Futter machen, Futtermischung und allem drum und dran, ne? Das kann man ja alles auch verkaufen. Und man muss es natürlich sich dann auch erstmal... Ja, ein Global Market. Genau. Mhm. So. Ja gut, dann wüsste ich, was ich machen würde. Das ist verboten. Nur eigenproduziertes. Ne. Das steht leider aber auf den Regeln, sonst wäre es ein Regelbruch. Könnt ihr Schweinefutter produzieren? Nee, noch nicht. Nein, könntet ihr Schweinefutter produzieren? Also, man könnte, ja. Ihr könnt theoretisch Schweinefutter produzieren. Das ist richtig. Das ist ja so ein Ding, ne? Mhm. Was im Global Market ziemlich begehrt ist, würde ich fast behaupten. Nicht nur das. Aber nicht nur dazu, das, nee. Dazu später gern mehr. Ach, jetzt will er wieder keine Tipps mehr, oder was? Naja, will nicht, dass ich die bekomme. Du kannst ja gern Tipps raushauen, aber ich möchte ja meinen Plan nicht verraten. Ja, das ist jetzt blöd. Sonst möchte ja der liebe Milo das dann auch machen. Wobei, Milo kann sich ja nicht beschweren, ne? Mit seinem Holz, was er die ganze Zeit ja... Na gut, das kriege ich auch nicht geschenkt. Wie viel Geld habt ihr denn? Mir hat ja ein Ronny recht mal geflüstert, wie viel Kohle ihr habt, aber das ist ja schon ein Stück her. Also, Milo hat derzeit, glaube ich, bisschen was um die 30.000. 38. 38, genau. Und ich investiere ja immer gerne. Ich habe derzeit 11.700 ein paar Apple-Stücke. 38? Hm. Okay, aber okay. Was dein Plan ist, brauche ich natürlich nicht fragen. Es macht keinen Sinn. 38.000. Schwierig. Gut, kommt drauf an, was der für Mods drauf hat. Und was investierst du, wenn du nur so wenig hast? Also... Ich habe mir schon einen kompletten Hof gegönnt, logischerweise. Ja. Habe meine Unimog mit verschiedenen Aufbauvarianten, dann einen wunderschönen kleinen Anhänger und einen, ja, doch niedlichen, aber gut gehenden Düngerstreuer, wo ja die Meinung der Zuschauer auch ein bisschen auseinandergehen, muss man sagen. Der eine findet es gut, der andere sagt, es ist zu klein. Aber da stand auch ein sehr guter Tipp mit drin, da kommen wir dann nachher gleich noch dazu. Mhm. Und ja, die nächste Investition ist halt auch schon geplant. Dann müssen wir mal schauen, was der liebe geht mir das auf den Sack hier, diese Oh ja, das wird davon nicht sagen. Na, genau. Achten Sie bitte drauf. Dieses scheiß bergab hier, ey. Echt. Scheiß ist okay. Genau. Oder sagt doch diese optimale Form. Nee. Das hab ich schon das zweite Mal gesagt. Das Holz ist glitschig wie Aale irgendwie gefühlt. Hm, willst du darauf jetzt eine Antwort? Nee. So. Das ist halt, wir hatten halt klar die Variante, ohne Seasons zu spielen, hätte man machen können. Aber dann wäre es zu schnell gewesen. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Mit Seasons ist da vom Anspruch her dann doch schon noch mal ein bisschen interessanter. Ja. Hast du deinen Plan schon vollendet, Tino? Für was du geworben hattest heute? Kann ich zu viel sagen? Schau mal gucken, ob du dich daran erinnerst. Du hattest was in der Gruppe gepostet und gefragt. Ob heute. Der Gruppe gepostet? Ja, in der neuen Gruppe. Okay, ich stehe komplett auf dem Schlauch. In eine neue Gruppe? Excel, weißt du was? Doch, es gibt eine neue Gruppe. Die neueste. Ach, die neueste? Die neueste Gruppe. Ach,
so, ja. Die neueste betrifft den Livestream morgen. Ja, genau. Hast du was reingeschrieben für heute? Ist das schon passiert? Genau. Ja, mal ein bisschen, aber okay. Das war alles so. Die machen jetzt gerade. Ah, okay. Ja, die machen jetzt gerade. Ja, das wird ja auch. Na. Die sind halt hart am Hasseln, ne? Ja. Das hast du mir unterstellt. Das wird halt auch, ne? Also liebe Leute, wenn ihr das hier hört, ne, mittwochs logischerweise, dann ist der Montagsstream schon vorbei. Und schaut da logischerweise auch immer bei allen drei Streams mit vorbei. Diese betrifft Montag, Mittwoch und Donnerstag. Beim lieben Tino und beim lieben Freezy. Da immer gerne vorbeischauen, Däumchen da lassen, Follow da lassen und was nicht noch alles, ne? Mal ganz ehrlich sagen. Und ja. Yeah. So, wenn wir den Großmeister schon mal hier haben. Hast du denn noch so einen allgemeinen Tipp, den du vielleicht geben möchtest, geben könntest? Du meinst einen allgemeinen Tipp? Ja. Für euch jetzt? Für das Projekt? Zum Beispiel, genau. Ja. Du hast ja doch schon Erfahrungen aus etlichen Projekten und auch Challenges. Es ist tatsächlich so, wenn es eine Challenge ist, wenn es eine richtige Challenge ist und es wirklich ihr challenge-mäßig unterwegs seid, denkt dran, auch wenn ihr zu zweit seid, auch wenn es euer Gesprächspartner ist, er ist und er wird niemals euer Freund sein. Und deswegen müsst ihr mit allen Mitteln, die euch zur Verfügung stehen, kämpfen. Es ist so, eine Challenge gewinnt man nur, wenn man alle Mittel nutzt, die einem zur Verfügung stehen. Es gibt kein fair, unfair, kein, ach, ich kann ihn ja eigentlich leiden und ach, nee, das wäre ja im Nachteil. Das gibt es nicht. Ihr müsst euren Gegner wie eine Puppe aus der Nase holen, müsst ihn zwischen Daumen und Zeigefinger rollen, bis er die maximale Härte erreicht hat und dann schnippt ihr ihn so weit weg, wie es geht. Ah, okay. So. Also das wäre jetzt einfach mal so eine kleine, so ein kleiner Tipp. Ja, finde ich gut. Gehe ich vollkommen konform damit. Also spiegelt eigentlich genau auch meine Denkensweise wieder. Ja. Milo. Ja. Und liebe Zuschauer, also, jetzt habt ihr das mal gehört. Ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Total. Auf jeden Fall. Sehr gut, das freut mich. So, okay, wie lang geht die Folge schon? Wir sind jetzt schon bei 12 Minuten, Tino. Du bist quasi schon seit 11 Minuten dabei, ja. Ach, ich bin direkt am Anfang gekommen? Ja. Ich hätte es ja mal sagen können, aber 12 Minuten ist auch optimal, um noch einen kleinen Werbespot zu platzieren. Dann kauft man Merch. Bis gleich. Unglaublich. Kauft man Merch. Merch. Okay. Und genau in diesem Moment, liebe Zuschauer, oben blendet sich dann gerade was ein. Da könnt ihr gerne mal draufklicken und dann kommt ihr auch zu dem Merch. Ach, du kannst Infokarten Merch einblenden oder was? Ja, kann jeder. Ich dachte, die haben das irgendwie rausgenommen oder so. Nee. Nur Abstimmungen sind rausgenommen. Ach, Abstimmungen sind raus. Okay, irgendwas war raus, ja. Abstimmungen sind raus? Ach, stimmt, da hatte ich mal was gelesen, verdammt. Das fand ich sehr, sehr schade, weil die habe ich sehr gerne genutzt. Tatsächlich kein schlechtes Feature. Verstehe ich auch nicht, warum man das rausnimmt. Finde ich jetzt komisch. Na gut. Deswegen. So, jetzt meine Lieben, jetzt kommt gleich wieder Geld drauf. So, der Fußgänger muss nur leider mal kurz warten, oder nicht? So, schauen wir mal, also was es denn geworden ist. Die Spannung steigt ins Unermessliche, ne? Aber ihr müsst auch dran denken, auch wenn wir jetzt einen kleinen, mickrigen Kontostand eventuell haben, ne, so wie es augenscheinlich ist, dürft ihr nicht vergessen, was ist denn hinten raus? Man muss immer sehen, man muss investieren, denn das ist wirklich was ich gelernt habe, man muss investieren und nicht das Geld auf der faulen Haut liegen lassen, nein, denn so kommt man einfach nicht voran, liebe Zuschauer, nein. Wir müssen das Geld gut anlegen und das werden wir auch machen. Und in diesem Sinne schauen wir erstmal, was jetzt bei rumkommt. Ja, das war nicht so, wie wir es uns gedacht haben, aber besser wie gar nicht. So. Aber gut, wir fahren jetzt mal in unseren Hof. Schauen wir mal, ob der Meile da auch wirklich seine Maschinen so hingestellt hat, wie er es machen soll. Sonst, ja. Könnt ihr das gerne mit auf die Liste der Strafkammer setzen. Und dann schauen wir mal, nehmen wir uns nämlich schon den nächsten Auftrag, den wir uns da schon gesnackt haben, werden den erledigen.
Und natürlich diese komische Düngepalette, wo ich immer noch nicht weiß, wie die bei mir auf den Hof gekommen ist. Ah doch, Milo, ich weiß es. Wie denn? Du hast sie hingestellt. Nee, sicher nicht. Dann war es doch dieser Kleine von der Strafkammer. Unglaublich. Da gab es keinen Kleinen, die waren beide 2 Meter. Ach so. Der eine hoch, der andere breit. Das steht ja auf einem anderen Blatt Papier. Also. Unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Aber meine Lieben, weil wir das hier gerade links sehen, ne? Warte mal, ich schwenke mal nochmal rum, ne? Das dort. Da schaue ich mir an, ob das wirklich so geht, denn ihr hattet ja in die Kommentare geschrieben, es würde Sinn machen, sich das zu nehmen und dann wieder, ne? Wisst schon. Da schauen wir einfach mal, ob das Sinn macht. Wirklich so ist, wie er sagt. Wenn, dann können wir dem guten Milo natürlich definitiv da wieder ein Schnäppchen schlagen und er wird sich denken, Mann, warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? Aber kann ich beantworten, warum er da nicht selber drauf kommt, weil wir, ne, ihr müsst jetzt genau zuhören, wir sind einfach die Elite und wir werden hier am Ende dieser Challenge oben aufstehen und dem Milo freundlich winken. Meinst du? Definitiv. Na komm. Definitiv. Sag mal, quatscht ja eigentlich jede Folge so? Wieso denn? Wie denn? Warum? Erzählt er jede Folge den Schluss? Ja. Sauer. Das ist aber auch hart für dich, oder? Man gewöhnt sich an alles irgendwo. Mensch, das ist ein Gewohnheitstier. Das stimmt, ja. 14 Tage hast du dich an alles gewohnt. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Also ich verbitte mir sowas. Was? Ne? Ich verbitte mir sowas. Man muss ja auch die Mitmenschen motivieren, ne? Und Eigenmotivation ist doch die beste Motivation, die man sich geben kann. Oder nicht? Ja, nur sicher. Ja, selber. Kann man machen. Selber? Ich bin ein Mensch, der sich selbst sehr motivieren kann. Siehst du? Also manchmal. Manchmal muss ich das tun, manchmal wünschte ich mir, andere würden es tun, aber nein. Die tun es einfach nicht. Deswegen bin ich nur alleine mit mir selbst. Und muss dann einfach halt mich selbst motivieren. Siehst du, und vielleicht kannst du deswegen verstehen, warum bei manchen Personen gespaltene Persönlichkeiten auskommen. Ein bisschen. Wie meinst du denn da jetzt? Weil die sich halt immer selbst motivieren müssen und immer früh vor dem Spiegel tun sich erstmal selber um den Arm und dann sagen sie, ja, du bist hübscher, ne? Das andere Wort wollte ich jetzt nicht nennen. Aber so in etwa läuft das dann. Und irgendwann kommt man dann halt auch mal zu sowas, ne? Oh Gott. Ja, das stimmt. So. Okay. So, lieber Milo, ich nehme jetzt meine Düngepalette vom Händler mit. Ja. Und werde dann nachher die andere Düngepalette, wenn es denn geht, wieder zum Händler verbringen. Ja, aber nicht dahin stellen, wo deine stand, ne? Stell die irgendwo an die Seite. Das ist mir schon klar. Ja. Ja, schon klar. Aber jetzt werden wir erstmal das machen, was die Zuschauer da so wunderbar in die Kommentare geschrieben haben. Schauen wir mal, ob das wirklich denn auch so Sinn macht. Aber ich denke schon, denn ihr seid ja da schon sicherlich Vollprofis. So. Ja, ja, was haben wir? Mittwoch haben wir heute, ne? Ja. Mittwoch, genau. Bergfest. Bergfest, auf jeden Fall. Da bin ich gerade wieder Bergfest. Frisch 3 Tage auf Arbeit. Mittwoch. Ja, ich auch tatsächlich. Ah, vorbei mit Urlaub, verdammte Axt. Ach so, du hattest Urlaub. Ah, ja. Ja, die schöne Zeit vorbei. Ja, Urlaub ist halt immer so ein Ding. Urlaub ist, man freut sich so lange drauf, dann hat man Urlaub und dann vergeht er einfach so schnell. Das kennt einfach jeder. Ja. Das kennt jeder. Das ist wirklich so eine Sache. Ja. Kann man aber nicht ändern. Aber was willst du machen? Ja? Es ist halt so, da läuft der Dinge. Was? Genau. Kann man halt nicht ändern. Aber ich freue mich ja die erste Woche. Also ich hoffe, dass es jetzt am Mittwoch immer noch so ist. Ne? Meine Tochter geht ja auch wieder in die Schule und sie haben wieder kompletten Unterricht. Bei uns ist soweit, ja? Ja, ja. Aber bei uns in Hessen waren direkt wieder 5 Schulen komplett dicht. Ja, ich hoffe, ich bin mal gespannt, wie lange das bei uns dauert. Bis das wieder so ist. Aber die müssen halt auch die ganze Zeit Maske tragen und das Ganze sind ja das Prozedere. In der Schule ist schon hart, finde ich. Ja. Nein, es gibt ja auch manche Schulen, wo sie direkt im Unterricht die Masken tragen müssen. Und ach so, die müssen in der Schule Maske tragen, aber sie müssen es im Unterricht nicht, oder wie? Genau, genau. Okay. Im Unterricht nicht,
was ich auch vollkommen legitim finde. Gut, sie sitzen halt klar weiter auseinander an einem drum und dran. Man muss halt auch sagen, bei uns sind die Klassen nicht so groß, wie sie jetzt vielleicht in etwaigen Großstädten wäre. Ja? So, wenn du da was ich glaube, das hat mit der Großstadt nicht viel zu tun. Teilweise haben auch wir hier in der dörflichen Region Lehrermangel und dadurch bilden sich dann einfach auch größere Klassen. Ne? Das ist halt immer das Ding. Der Nachteil ist halt. Wie viel sind Sie denn in der Klasse? Das wäre mal interessant. So 15, 18. Ja, das ist tatsächlich ganz okay. So, das ist schon eine gute Zahl. Aber bei uns wird das leider mit dem Lehrermangel immer so kompensiert, die Stunden fallen halt aus. Ah, das ist auch nicht gerade sehr gut. Und leider Gottes betrifft es dann meistens immer dieses Hauptfach Englisch. Und da versuchen wir dann halt im Privaten nachzuhelfen und allem drum und dran. Das ist halt auch immer so eine Sache. Dann erzähl uns doch mal bitte was auf Englisch. Das würde mich ja jetzt mal interessieren. Also ich wenn Excel nicht. Da, also ich nicht. Doggle und the Fly hat man. Der Doggle Fly. Genau, da ist ja auch so ein bisschen was anderes noch mit dabei. Aber das Gute Wasserhahn. Ist... Wasserhahn. Water Chicken. Genau. Water Rooster. Aber das Gute ist, bei uns im Dorf gibt es da gleich jemanden, die das halt machen. Ne? Water Cock? Stimmt. Harness Cock. Hallo, also kann ich doch nicht dafür. Zu mir, Water Cock? Das ist was anderes. Da meint die gar nicht das Hühnchen um die Ecke? Nee, die meint nicht den Hahn um die Ecke. Nee, die meint da eher... Null. Da muss ich sie nochmal fragen. Ja. Da kannst du bestimmt mal nachfragen. Aber Tino, weißt du was, weil du gleich mal hier bist, erzähl uns doch mal was Schönes. Achso, ich dachte, ich soll abmoderieren. Naja, sollst du ja. Sollst du ja. Achso, das war das Stichwort quasi. Ja gut, meine lieben Freunde, dann, wie gesagt, lasst das Däumchen auf jeden Fall da. Schaut gerne auf den Kanal McManus vorbei, das lohnt sich immer. Da gibt's reichliche Abwechslungen, da gibt's tolle Fälle. Das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Tschüss. Nee, mein Spaß. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ja, lasst den Jungs hier auf jeden Fall Support da, wisst ihr Bescheid. Wichtig ist wirklich immer das Däumchen, der Einklick kostenlos Support. Den kann man machen, wenn euch das Video gefallen hat. Immer eine tolle Sache und ja, schaltet auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder mit ein. Bis dahin, solange bleibt spannend. Tschüss. Ciao. Tschüss.